Ja, wir begrüßen Michael Kumhoff, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Internationalen Währungsfonds in New York, der eine interessante Studie zum 100% Money vor kurzem veröffentlicht hat und heute einen Vortrag bei unserer Jahrestagung des Vereins für Monetative e.V. Gehalten hat. Michael, ich möchte dich direkt fragen, wie ist denn bisher die Resonanz auf diese Studie vom IWF gewesen in Deutschland, in Kontinentaleuropa und im Vergleich zu England und den USA? Die Resonanz in Deutschland war zu Anfang am stärksten, muss ich sagen. Das hat mich auch sehr überrascht. Ich glaube, es ist mittlerweile in fast allen führenden Tageszeitungen irgendwo mal erwähnt worden, oder es gab ganzseitige oder halbseitige Artikel darüber. Das hat mich also selbst auch überrascht, und das hat sich dann auch noch ein bisschen im österreichischen und schweizerischen Raum verbreitet. Ansonsten im englischsprachigen Raum gab es lange nicht so viel, das hat also einige Zeit gedauert, aber während der letzten Woche ist es also auch im UK Daily Telegraph in einem langen und sehr guten Artikel erwähnt worden, und in Reuters ist es also auch von Anatol Kaletsky erwähnt worden, und da tut sich jetzt also auch etwas im englischsprachigen Raum. Die Sache ist natürlich, das ist eine lange Arbeit, 70 Seiten, und wenn das jemand erstmal entdeckt, dann muss er erstmal da durcharbeiten, und das dauert eine Weile, und deswegen. Wie ist denn ist im IWF selbst aufgenommen worden, unter Kollegen? Das würde mich auch noch interessieren. Bisher eigentlich kann ich noch gar nicht viel darüber sagen. Solche Arbeitspapiere wie dieses werden halt einfach mal herausgegeben, und wir müssen natürlich strikte Qualitätsstandards erfüllen und so weiter, aber das muss nicht unbedingt direkt zu einer internen Debatte führen. Ob es das letztendlich tut, kommt, glaube ich, noch auf längere Sicht darauf an, wie es außerhalb des IWF aufgenommen wird. Und es gibt jetzt schon gewaltiges Interesse. Ich werde also am Montagnachmittag diese Arbeit an der Europäischen Zentralbank vortragen und in einem Monat an der Englischen Zentralbank und auch an der London School of Economics. Das heißt, es gibt schon jetzt sehr viel Interesse. Ich habe es auch hier an der Humboldt-Universität Anfang dieser Woche noch vorgetragen. Das Interesse wächst jetzt. Ich habe dich ja schon kennenlernen dürfen in Göttingen bei den Real Economics Anfang September. Und ich hatte dich damals gefragt, wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, dieses Buch wieder zu entdecken? Es ist ja immerhin der Chicago Plan aus den 30er Jahren. Was hat dich bewogen, da anzuknüpfen? Und du hattest mir auch gesagt, dass du das Buch selbst, also für eines der besten ökonomischen Bücher überhaupt, hältst. Ja, wir haben mal eine ganz gewaltige Finanzkrise hinter uns, Finanzkrise. Und ich, meine Ausbildung ist halt als Geldtheoretiker, und mein Job ist auch am IWF, ist auch als Geld- und Fiskaltheoretiker. Meine Arbeit besteht darin, das große Modell des IWF, das er in vielen Publikationen verwendet, um Szenarien durchzuspielen. Meine Arbeit besteht darin, dieses Modell ständig zu verbessern, zunächst aufzubauen und ja heutzutage ständig zu verbessern. Das heißt, ich habe also sehr viel Erfahrung mit Geld- und Fiskalpolitik und den theoretischen Grundlagen davon. Und die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise, die wir erlebt haben, hätte eigentlich jeden irgendwann mal auf die Suche schicken müssen, um etwas tiefere Einsichten zu gewinnen als das, was so in der Tageszeitung steht oder auch was von den Akademikern bis zu jenem Zeitpunkt produziert worden war. Und da habe ich mir halt Gedanken gemacht und habe angefangen zu lesen, und irgendwann bin ich, ich habe schon viele Bücher über Geldgeschichte seitdem gelesen, und irgendwann bin ich dann auf Irving Fisher gestoßen. Es gibt noch andere gute Bücher, die sind alle in meiner Arbeit erwähnt. Das ist eine Menge Arbeit, sich das alles durchzulesen, aber ich glaube, es ist sehr lohnend. Es war für mich natürlich sehr, sehr lohnend. Also der Verein Monetative hat ja auch von Herrn Krawert die erste deutsche Übersetzung dieses Buchs realisiert, vor jetzt genau 5 Jahren, 2008.
Okay. Also von Irving Fisher, 100% Money, nicht vom Chicago Blend direkt. Und viele Referenten heute bei der Tagung haben ja festgestellt, dass das eigentlich der eleganteste Lösungs- oder einer der elegantesten Lösungswege wäre, um aus dieser Krise herauszukommen und zukünftig für mehr Finanzstabilität zu sorgen. Siehst du das genauso? Ich muss da ein bisschen vorsichtig sein. Was ich eindeutig mit dieser Studie meiner Ansicht nach eindeutig gezeigt habe, ist, dass wenn wir diese Welt reibungslos erreichen könnten, wäre das eine sehr gute Welt. Es gäbe höheres Bruttosozialprodukt, weniger Finanzkrisen, weniger Konjunkturzyklen, weniger erdrückende Schuldenlasten und so weiter und so weiter. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch darüber Gedanken machen, wie kommen wir von hier nach dort. Und das würde nicht ohne Probleme ablaufen. Obwohl wichtige, ganz Irving Fisher zum Beispiel selber und auch Milton Friedman haben gesagt, dass es im Grunde kein so großes Problem sein sollte. Aber das liegt natürlich schon 50 Jahre zurück, dass sie das gesagt haben. Und das Geldsystem ist sehr viel komplizierter geworden seitdem. Aber da muss man sich... Um so etwas verantwortungsvoll durchzuführen, muss man sich wirklich sehr viel Gedanken machen, wie man das relativ reibungslos über die Bühne kriegen könnte. Und das, da müssen dann viele, viele Leute ihre Köpfe zusammenstecken, um das zu diskutieren. Aber wenn das, was man dann letztendlich damit erreichen könnte, nur nicht allzu erwähnenswert wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht, würde sich das wahrscheinlich nicht lohnen. Aber was wir jetzt aufgezeigt haben, meiner Ansicht nach zeigt, dass das würde sich lohnen, sich darüber sehr ernsthaft Gedanken zu machen, auch wenn es Schwierigkeiten geben sollte, von hier nach dort zu kommen. Die Geldschöpfung ist ja eigentlich im Laufe der Jahrzehnte zu den Geschäftsbanken gewandert. Sie war mal ursprünglich in der Mehrzahl bei der Zentralbank selbst angesiedelt. Also ich habe Statistiken der Schweizer Nationalbank, es waren ungefähr ein Drittel der Geldschöpfung über Chiralgeld schon vor dem Ersten Weltkrieg, 1913. Das hat sich aber durch die Girokonten und die ganze elektronische IT hat sich das so weit verschoben, dass Professor Werner meint, dass es heute bei vielen westlichen Staaten 90 bis 95% oder noch mehr der Geldschöpfung dort liegen und die Zentralbanken eigentlich nur noch ein sogenannter Erfüllungsgehilfe sind, indem sie die Mittel zur Verfügung stellen, dass die Finanzstabilität gewahrt bleibt. Also man ist ja als EZB auch übergegangen, nicht mehr Tender anzubieten, die ersteigert werden, sondern macht eine Vollzuteilung seit 2007. Daran wird es ja besonders deutlich. Ist Geld nicht als Definition eher eine Aufgabe des Staates, der das vielleicht auslagern sollte an eine vierte Staatsgewalt, deswegen auch der Name Monetative hier, die halt in die Gewaltenteilung mit einbezogen wird und eigentlich nicht Partikularinteressen dann dienen sollte, sondern dem Gemeinwohl, sprich dem jeweiligen Staat? Das ist natürlich das, was Vordenker der 30er Jahre wie Fisher und Simons auch im Grunde befürwortet haben und Das war ja Teil ihres Argumentes. Ne? Und dafür gibt es gute Argumente. Ja. Bloß wie können wir das transferieren jetzt in die moderne Welt? Also wir haben jetzt zwar immer noch europäische Nationalstaaten, aber in Europa haben wir das spezielle Problem, dass wir eine supranationale Einrichtung haben, nämlich die Europäische Union. Und da sehen wir ja gerade, welche Schwierigkeiten mit der Funktion der EZB verbunden sind, die als echten Tender of Last Resort zu installieren. Aber da muss ich vorsichtig sein. Ich kann über solche direkten Politik über die Wirtschaftspolitik direkt so nicht sprechen, das darf ich nicht, das kann ich nicht. Also, der Wissenschaftler hat auf jeden Fall einen sehr guten Beitrag geleistet für all diejenigen, die in diesem Bereich unterwegs sind, auch der Verein. Ich bedanke mich für das Gespräch, Michael. Ich weiß, dass du gleich weiter musst, dass du noch einen weiteren Vortrag heute halten musst hier in Berlin. Vielen Dank, dass du kurz bei uns warst. Ja, ja.